Moin Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin's, euer MotoVlog. Erster Single Moto Vlog auf der neuen Kiste. Oh, ich habe jetzt auch mal eine neue Kameraposition ausprobiert. Mal gucken, wie das nachher so ist auf dem Video. Ich hoffe, das wackelt nicht allzu doll. Ja, bevor ihr fragt, ja, es ist mir aufgefallen, mein Tacho funktioniert nicht. Ja, ich bin zu meiner Mutti nach Hause gefahren, Mutti besuchen, und ja, auf der Hinfahrt ging irgendwann der Tacho nicht mehr. Da ist die Tachowelle im Arsch. Liegt mitunter auch daran, dass die Tachoschnecke vom Vorbesitzer wohl irgendwie falsch angebaut wurde. Und dadurch hat die halt so einen falschen Winkel. Und dann hat die Tachowelle einen Knick. Und das macht die Tachowelle kaputt. Feier in die falsche Richtung. Kacke, ich will hier gar nicht hin. Ich will eigentlich genau in die andere Richtung. Ist das Ding böse. Ey, das, ohne Scheiß, das ist echt so. Je mehr man an einem Gas dreht, umso breiter wird das Grinsen, ey. Herr Wachtmeister, also laut Tacho bin ich gar nicht gefahren. Ich war heute auch schon beim Händler und habe mir eine neue Tachowelle bestellt. Die haben sie ja komischerweise alle nicht auf Lager. Und das wird auch eigentlich kein Problem werden, die Tachowelle zu wechseln. Moin! Das Problem wird eher sein, die Tachoschnecke wieder richtig auszurichten. Ja, ganz schön windig. Und zwar ist die ja irgendwie mit der Achse verschraubt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ausreicht, die Tachoschnecke einfach zu lösen, also die Achse, so dass man die dann ausrichten kann, oder ob dafür das Vorderrad raus muss. Oh. Die Melli aus der Werkstatt, die wird mir das noch erzählen. Ja, das Problem ist nämlich, Achse losschrauben, kein Problem. Vorderrad ausbauen, eher Problem, weil ich sie vorne nicht aufbocken kann. Ich habe dafür das Equipment nicht. Machen wir mal schauen. Dauert natürlich ein paar Tage, ne? Bis so eine Tachowelle dann ankommt. Heute habe ich erstmal ein neues Rücklicht verbaut. Das alte war zwar auch ein LED-Rücklicht, aber da waren einige LEDs kaputt und ja, hat mir nicht gefallen, ne? Da musste ich doch mal ein neues reinbauen. Ja, ich höre euch schon. Ich höre doch schon euch fordern. Walk around, walk around. Ja, machen wir gleich. Ich fahre jetzt erstmal zu einem stillen Örtchen. Nein, ich muss nicht kacken. Ey, mach die Scheibenwaschanlage aus, du. Nein, keine bösen Wörter. Das muss ich auf die stille Treppe. Ach ja, ist das schön. Endlich wieder Moped fahren. Oh, Moppelfahrer! Moin! Ah, hab ich das vermisst, ey. Herrlich! Ich hoffe, ihr seid auch alle gut in die Saison gestartet. Beziehungsweise das Wetter stimmt bei euch jetzt zum Fahren. Mir macht's auf alle Fälle wieder richtig Spaß, wie man sieht. Ortsausgang! Ja, wo ist er denn?
Ich sehe ihn ja gar nicht mehr. Ach ja. Keine in der Nähe. So, walk around. Das ist sie, das gute Stück. Yamaha YZF 600R Thundercat. Im Valentino Rossi Design. Jo. Mit blauer Scheibe. Das ist anders. Ich weiß nicht, ob ich alle Änderungen schon rausgefunden habe, aber die Verkleidung ist so nicht original. Das ist auch irgendwie was nachträglich angebastelt ist. Sportauspuff. Ein Eagle Mark 7. Habe ich auch nur durch Fotos im Internet rausgefunden, weil es steht ja nichts drauf. LED-Rücklicht. LED-Blinker. Ja, das gute Stück hat 98 PS. Geht gut ab. Ich sehe gerade Kettenschutz, das ist auch ein anderer. Mit Thundercat-Logo drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Mal ganz dicht rangehen. Jo. Noch sehr gut in Schuss für das Alte. Ja, was mache ich noch dran verändern? Ich denke mal vielleicht die Griffe. Spiegel sind auch andere. Aber die sind irgendwie kacke. Die sind, wie man sieht, ziemlich am Wackeln, die Teile. Und ja, man sieht nicht wirklich viel drin. Und außerdem der linke verstellt sich immer. Dann habe ich selber hier noch so ein schönes Thundercats Schweißband um den Bremsflüssigkeitsbehälter gemacht. Einen schönen Schlüsselanhänger habe ich. Ja. Tacho werde ich vielleicht noch ein bisschen was dran verändern. Vielleicht noch andere Griffe. Also Hebel meine ich. Griffe ja auch. Und ja. Ansonsten weiß ich gar nicht. Finde sie eigentlich schon so recht geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, wie ihr die neue Kameraposition findet. Ja, wie man merkt, fühle ich mich mittlerweile auch ganz wohl auf der neuen Kiste. Ja, am Anfang habe ich mich so ein bisschen unsicher gefühlt auf der Kiste. Naja, ich meine von, ich weiß gar nicht, 12, 13 PS, was die 125er hatte, auf 98 PS, ist ja schon eine leichte Steigerung, also eine dezente, so klein. Und da war mir am Anfang ein bisschen unwohl, weil auch die Kupplung sehr empfindlich ist, das Gas sehr empfindlich. Also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ja, ich glaube, ich kriege das mittlerweile schon ganz gut hin jetzt. Übermütig will ich noch nicht werden. Habe ja erstmal eine Saison Erfahrung gerade mal. Also noch ein bisschen, ne? Zurückhaltung üben. Oh, Mopedfahrer! Moin! Ja, der hat mich nicht gesehen. Er hat nicht gegrüßt. Wieso hat er nicht gegrüßt? Das ist so gemein. Ich habe doch extra gegrüßt und er hat nicht gegrüßt. Ja, egal. Ich liebe es. Aber die Kamera hält ganz gut, glaube ich. Wenigstens etwas. Oh, Mopedfahrer. Moin. Aber glaube ich eine R1. Ich bin so scheiße kurzsichtig. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Haut's in die Kommentare. Was war das? Ich hatte ja gehofft, dass mein neues Moped schon zum 1. März kommt. Aber leider wurde es erst am 2. März mit der Spedition geliefert. Aber es war eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil 1. März war eigentlich total beschissenes Wetter. Von daher konnte ich es verkraften. Ich habe dann halt ein bisschen gezockt.
gezockt und geweint. Aber vorwiegend gezockt. Oh, noch mehr Mopeds. Juhu. Ey, was sind das denn für Leute, Alter? Da hat nicht einer gegrüßt. Nicht ein einziger. Arschmaden, Alter. Seid ihr was Besseres oder was? Mann. Nicht ein einziger. Da sollte man das Moped wegnehmen, ey. Ihr seid unwürdig. Ihr unwürdigen Maden. Na, ein bisschen fresh ist heute doch noch. Vielleicht hätte ich doch noch in Winterklamotten fahren sollen. Aber die passen natürlich viel besser zum Bike, ne? Und man will ja selber auch schön sein, ne? Ah ja, was fällt mir doch ein hier? Panzerkommandeur Pinky ist auch am Start. Und zwar habe ich es jetzt geregelt, den Tankrucksack zu befestigen. Das habt ihr ja quasi im Walkaround gesehen. Ich habe hier jetzt an meinem Sack, ich kann da schlecht jetzt gucken, habe ich jetzt einen Riemen lang gezogen und ziehe den Tankrucksack so mit runter und ja. Also der ist jetzt auf den 100 Kilometern, die ich jetzt die letzten Tage gefahren bin, einmal hin und zurück, also insgesamt 200, ist er nicht einmal verrutscht, also funktioniert das. Wunderbar. Also kann Pinky jetzt auch wieder dabei sein. Ich freue mich ja so. Obwohl ich ja schon überlegt habe, normalerweise müsste ich jetzt für Pinky ja auch noch irgendwie einen Sturzhelm oder sowas organisieren, weil ist ja jetzt alles ein bisschen schneller, ne? Bisschen. So ein bisschen. Ah, das lag mir sehr am Herzen, dass Pinky wieder mit dabei ist. Er hat mich letzte Saison so schön beschützt. Und deswegen, ich konnte den nicht weglassen. Und außerdem ist der Tankrucksack auch sehr, sehr praktisch. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Rucksäcke auf dem Rücken, ey. Wenn das nicht unbedingt sein muss. So Leute, das war's dann jetzt auch wieder für den Vlog. Ich hoffe, der ist nicht allzu lang geworden. Ja, und ich würde sagen, sehen wir uns auf alle Fälle im nächsten Video. Seid mal schön fleißig wieder in den Kommentaren, das macht richtig Spaß damit zu antworten. Ja, und dann sage ich mal, ne, haut rein, grüßt die Enten und tschüss.